Ciao! Oggi impariamo insieme alcune espressioni per prendere congedo. Heute lernen wir zusammen einige Ausdrücke, um sich zu verabschieden. Ad esempio, zum Beispiel, bis bald oder noch, wir sehen uns, lass von dir hören und noch einiges mehr. Ma perché queste scatole? Warum diese Kisten? Tja. Adesso vi racconto tutto. Jetzt erzähle ich euch alles. Cominciamo subito! Auf meinem Kanal scheint immer die Sonne. Buongiorno a tutti da Tiziana Alcamo, da Tiziana l'italiana. Che bello rivedervi! Wie schön euch wieder zu sehen. Obwohl ich sehe euch nicht, aber ihr seht mich. Aber ci siamo capiti. Angela, Dita, Uwe Luigi, ciao a tutti. Ich freue mich total, wieder hier zu sein. Ich habe leider lange keine Videos gedreht, aber ich brauche Zeit, um wieder fit zu werden mit meinen Beinen und meiner Online-Sprachschule boomt. Grazie a Dio, Gott sei Dank. E grazie a voi und dank euch. Bene. Torniamo al tema di oggi, zurück zum heutigen Thema. Hier einige Ausdrücke für dich, um sich zu verabschieden, die du im Alltag immer wieder brauchen kannst. Sehr kurz und einfach. A presto. Bis bald. Attenzione, aufpassen, nicht mit fai presto verwechseln. Fai presto bedeutet beeile dich. Und dann noch ein Klassiker, das hörst du oft auf meinem YouTube-Kanal. Alla prossima! Alla prossima bedeutet bis zum nächsten Mal. Attenzione, aufpassen, wir sagen alla prossima und nicht alla prossima volta. Chiaro? Aber bevor wir weitermachen, möchte ich dir sagen, dass wenn du dieses Video mit Hashtag Ciao kommentierst, kannst du einen Monat Online-Sprachkurs in einer kleinen Gruppe gewinnen. Wir freuen uns auf dich! Andere Ausdrücke sind dann ci vediamo, wir sehen uns, ci sentiamo, wir hören uns. Und dann noch fatti vivo, wenn du mit einem Mann sprichst, oder fatti viva, wenn du mit einer Frau sprichst. Das bedeutet, melde dich, lass von dir hören. Wenn du noch mehr von diesen Ausdrücken lernen möchtest, klick einfach auf den Link am Ende des Videos. E adesso, perché queste scatole? Warum diese Kisten? Tja, es geht auch um einen Abschied, aber nicht von euch. Ich werde mit meinem YouTube-Studio umziehen. Per voi non cambia niente. Für euch ändert sich nichts. Ma per me sì. E come? Und wie? Adesso il mio studio è vicino all'aeroporto. Jetzt ist mein YouTube-Studio in der Nähe vom Flughafen. Questo significa, das bedeutet für mich, dass jedes Mal, wenn ich anfange zu drehen, passieren Sachen wie benvenuti sul mio canale YouTube. Flug Düsseldorf, Dubai. Heute lernen wir zusammen Flug Düsseldorf, New York. So, es wird demnächst viel leichter sein. Sarà tutto più facile. Alla prossima! Ciao, ciao! Hilfst du mir beim Umziehen? Lockdown.